was bisher geschah. Nee, Mann, kauf dir Fahrräder, willst du uns verarschen? Was hast du gestern gesehen? Wo hast du mich gesehen? Gestern bin ich sogar verfolgt. Halt's Maul. Der Typ, der stresst die ganze Zeit seine Freundin, Mann, okay? Schlägt er dich? Misshandelt er dich? Was macht der? Ich entschuldige mich bei euch auch. Lasst es bei meiner Sache sein, bitte. Dieser Cousin, du hast gesagt, dass der ist doch eine krasse Nummer. Aber als wir gesagt haben, es geht in den Meer, war auf einmal voll ruhig, kooperativ, hat sich sogar entschuldigt. Der Typ ist krank im Kopf. Okay. Rob, willst du mich auflegen lassen, Land? Hör auf. Hey, willst du mich auflegen lassen? Bitte, hör auf. Pass auf, Lala, bist du mir gesagt. Ja, hör auf. Endlich wieder zu Hause, hä? Hi! Hi, hallo! Wir müssen zum Chef. Geht klar, er weiß schon Bescheid. Alles klar. Meine Herren. Hi. Hallo, Herr Polizeirat. Sitze bitte. Okay. Verhältnismäßigkeit ist Ihnen ein Begriff, meine Herren. Klar. Da brauche ich wohl nicht näher drauf eingehen. Nein, wir wussten es ja. Ich halte immer so eine Auslegung. Ja, ja, schon gut. Stopp. Und bau diesmal keine Scheiße. Aha. Und hier die Akten von der letzten Fälle zum Einarbeiten. Oh, Büroarbeit. Muss das sein? Muss. Okay, danke. Schöner Einstieg. Dankeschön. Herr Polizei, es tut uns wirklich leid, was war. Markus, komm. Wie auch immer. Was ist das hier? Wir sind keine Hilfspolizisten. Jetzt machen wir den einen Ordner halt uns fertig. Paragraph 23. Gib mir das Akte selber. ST 35 16 36. Stefan K. Stefan K. Ja. Jungs, ich hab hier jemanden für euch. Scheiße. Ah. Den kennen wir doch. Fahrraddiebstähle, Verdacht auf Beschaffungskriminalität. Ich dachte mir, das wäre der optimale Fall für euch. Sehr gut. Danke dir. Setzen Sie sich. Setz dich, Kilian. Jetzt reden wir mal. Boah, mach mir wenigstens die Handschellen ab, bitte. Pass mal auf, Freundchen. Du sagst mir jetzt, welche Taten du begangen hast, was dein Motiv war, und dann kriegst du die Handschellen ab. Michi, streng genommen dürfen wir das eigentlich. Ja, okay, die eine Frage. Komm, die eine Frage beantwortest du mir und dann kriegst du die Handschellen ab. Ey, ja, okay. Da war halt so ein Kanon, so ein Typ, der hat mir halt die Drogen gegeben, weil ich halt Spaß haben wollte, feiern und so. Und keine Ahnung, dann wollte ich halt irgendwie mehr und jetzt will der das Geld und ich wusste halt nicht, wie ich das machen soll. Und dann habe ich halt die Sachen geklaut, um das zu finanzieren. Weil ich halt immer mehr wollte. Okay, reicht nicht. Ja, und dann, wie ging es denn weiter? Wer war das? Ja, keine Ahnung, das ist halt so, ich weiß nicht, wie der heißt Kadir oder so. Mehr weiß ich nicht. Wie Kadir? Kadir, ja, sowas. Okay, ich guck mal im Foko. Wie sieht der aus? So Südländer, aber ich weiß nicht wo genau und ich weiß auch echt nicht mehr über den wirklich. Nee, im Foko gibt's auch nichts, ich guck jetzt mal im Polar. POLAS ist ein Akronym für polizeiliches Auskunftssystem, ist eben das Fahndungssystem der deutschen Polizei. Dort sind eben Personendaten vermerkt und die jeweilige Straftat, die begangen wurde, nutzt die Polizei eben für Recherchen. Okay, hier hätten wir einen, wo es einigermaßen passen würde. Ja, ja, das könnte sein. Den kennen wir noch. Den kennen wir tatsächlich. Alter! Was ist los mit dir? Scheiß mal auf das Spiel, Mann. Guck mal, wir hätten es wissen müssen. Wir hatten ihn schon. Jetzt fang doch Warum sitzt der nicht ein? Jetzt fang doch nicht damit schon wieder an. Du weißt doch, wie es in Deutschland ist. Das war nur Ephedrin.
Aber guck mal, wir hatten Zeugenaussagen, wir hatten Ephedrin. Wir waren A, suspendiert, zweitens war das nur eine ganz geringe Menge, was wir gefunden haben. Was erwartest du? Es läuft in Deutschland halt nur noch so. Du weißt es doch selber. Bro, ich geh was essen, willst du noch mit? Nee, Mann, ich muss noch Training vorbereiten. Wir sehen uns morgen. Alles klar, ich ruf dich an, ja? Auch rein schon. Jedes Mal der gleiche Scheiß. Mein Gott. Wer war das? Oh, der Mert. Okay, ich rufe Fahndung aus. Ich rufe Fahndung aus. Hallo? Also, steckt der Mert dahinter, oder was? Der Mert mit diesem Dealer, den wir festgenommen haben. Mhm. Dieser Kadir. Ja. Ich glaube sogar, dass der Mert der Boss von der ganzen Sache ist. Nee, Mann. Bro, der Mert ist ein Frauenschläger. Für so eine Sache brauchst du richtig Eier. Ja, aber so wie ich jetzt mitbekommen habe, hat der Mert die Marina gar nicht mehr angefasst. Ja, weil der Bieler, der Cousin, hat eine Anzeige an Mert gemacht. Und der Bieler hat sich, glaube ich, wahrscheinlich schon geändert bei der Hinsicht. Ja gut, das bringt uns jetzt aber auch nicht weiter. Ich werde die Marina anrufen. Ich habe ja die Nummer noch. Und werde sie fragen, ob sie was von den Drogengeschäften weiß, mit Mert zusammen. Ja, wie gesagt, die Fahndung läuft. Wir müssen einfach schauen. Okay. Genau. Ja, das wollte ich fertig machen sollen. Ihr habt das verbockt. Du bist aufgeflogen, du verpisst dich in deine Heimat. Ich will dich hier nicht mehr sehen, okay? Lang. Ich hab Familie hier, ich hab Freunde hier. Was soll ich dort alleine? Wie redest du denn, ne? Wenn der zu dir sagt, du sollst gehen, dann denkst du, ich will dich hier nicht mehr sehen. Verpiss dich! Wir müssen die Ware fertig machen für den nächsten Deal. Ich muss die Pakete fertig machen. Ja? Wir haben keine Zeit mehr. Schau mal, ob es okay ist. Und dann gehen wir. So. Also, ich habe mit der Marina telefoniert. Okay. Eine schlechte Nachricht. Der Mert hat sich ins Ausland abgesetzt. Boah. Also sie sagt, er ist geschäftlich unterwegs im Ausland. Geschäftlich im Ausland? Was macht der? Shisha-Tabak kaufen oder was? Ohne den kommen wir nicht weit? Ja, doch. Wir haben eine gute Nachricht, habe ich nämlich auch. Und zwar, Marina ist aufgefallen, dass sich der Mert immer nachts rausgeschlichen hat. Sie dachte, er betrügt sie. Sie ist ihm hinterher und im gleichen Haus gibt es einen Kellerraum. Und da ist er anscheinend immer rein, hat da mehrere Stunden verbracht. Sie hat aber keinen Zutritt zu dem Kellerraum, also ist abgeschlossen. Sie ist jetzt in der Arbeit, hat uns aber den Schlüssel hinterlegt. Das heißt, wir können da jetzt hin und können das Gebäude durchsuchen vielleicht. Wir beantragen Durchsuchungsbefehl, dann gehen wir direkt rein. Genau. Das Eindringen und Durchsuchen von Räumlichkeiten erfordert eine gewisse polizeiliche Taktik. Es ist ganz wichtig, dass man da als Team agiert, den anderen Kollegen absichert. Da ist natürlich von Vorteil, wenn man sich dann gegenseitig kennt. Markus und ich arbeiten schon jahrelang miteinander, wir können einander vertrauen und das hilft uns in diesem Fall extrem. Action. Okay, jetzt müsst ihr sein. Tür ist zu. Du bist der Türspezialist, ich sehe dich. Geht's? Ja, ist so. Okay, auf drei. Okay, Moment. Drei, zwei, eins. Polizei! Rechts ist sicher! Raum ist sicher. Okay, hier links. Hier ist noch eine Tür. Die ist offen. Okay, drei, zwei. Polizei! Okay, hier. Sicherst du mich? Ich darf dich. Ich mach auf. Drei, zwei, eins. Polizei! Polizei! Scheiße, Mann! Fuck! Wo sind die, Mann?
Ist nichts außer dem scheiß Karton. Was für ein Karton? Hier, geradeaus. Jetzt bin ich nicht da. Hier. Gar nichts. Müssen wir auf jeden Fall die Spuren sich mal durchgehen lassen. Aber hier ist gar nichts drin. Das kannst du vergessen, Mann. Ist halt ah! Ey, beruhig dich. Was ist das für ein Zettel? Was für ein Zettel? Ich plane einen großen Deal, Park Ost-West, 15 Uhr, es tut mir leid, Mert. Leg hin, den Finger drücken, jetzt muss ich unsicher. Mert? Warum steht der uns mit dir? Das ist eine Falle, oder was? Ja. Ich verständige die Streifpolizisten. Alles klar. Und wir gehen dann da zu dritt hin. Okay? Puh, okay. Also Jungs, das ist das Gebäude. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Wir müssen einfach schauen. Lass uns einfach systematisch abziehen. Okay. Seid ihr bereit? Ja. Immer schön zusammenbleiben. Okay. Und los. Das Gebäude ist viel zu groß. Ich brauche Verstärkung. Ja, wo Verstärkung? 11:31, wir brauchen Verstärkung. Wir brauchen mindestens 10 Mann. Mindestens 10 Mann. Gehen wir noch hier die Ebene weiter? Jemand, der mit hier. Aus. Guck mal, da sind die zwei. Das sind noch die. Ja, aber nach. Warte. Wo gehen die hin? Warte mal. Wo gehen die hin? Sollen wir verstecken, Mann? Ich glaube, da bleibt keine Zeit. Die gehen nämlich gerade die Treppe hoch. Ach, Scheiße. Das heißt, wir gehen hier am besten hier. Hinterhalt, mach Hinterhalt. Alles klar. Geht hier rüber? Okay. Ich bin hier. Also. Du versaust nicht mal nicht, okay? Hey, lass mich mal, okay? Ich versau's nicht. Weißt du überhaupt, wer der Auftragsgeber ist? Du, ich hab ihn nicht mal gesehen. Ja, wenn du ihn nicht gesehen hast, wer hast du dann gesehen? Ja, wo ist das Geld? Ja, das Geld ist hier, siehst du es nicht? Bist du bescheuert oder was? Doch aufhören geht's wohl nicht, oder wie? Alter, was ist dein Problem? Das Geld ist doch da. Leg mich nicht auf. Ja, komm, jetzt geh mal hoch, Mann. Lauf, Mann. Echt? Markus, komm rüber, komm die Treppe hoch, die sehe ich. Fitness, ja, ich habe das gesehen. Die zwei Leute, die haben hier irgendwo Drogen und einen Geldkoffer versteckt. Eine Geldtasche. Das hast du gesehen? Ja, ich habe es hier gesehen. Okay, wir brauchen deine Personalien. Ja, ich habe meine Personalien unten in meiner Tasche. Ich hol die kurz. Ja, okay. Guck mal, was wir hier haben. Wow. Und nicht nur ist ein Schnee. Wo ist denn das jetzt gefunden? Pass auf, ich muss gleich eine Spürnase. Schau mal, ob hier irgendwo noch was ist. Das sieht schon mal gut aus. Muss noch viel mehr sein. Muss man auf jeden Fall nochmal durchsuchen. Woher hast du das? Hier, der eine Typ von der Bar. Der Typ von der Bar? Dieser Kleine. Woher weißt du, dass die drin sind? Scheiße, Mann. Alter, was stimmt bei dir nicht, Mann? Alles gut? Ja, alles gut, verzieh dich, Mann.
Hau ab! Das geht nicht, ja. Jetzt wollen wir stehen. Ja, Jungs, wir kennen das. Okay, bleib gemacht. Ja. Der Merk mit diesem Kart hier. Idioten, ich hab's ganz leid nicht gecheckt. Ich hab mein ganzes Geld. Guck mal, da ist die Tasche. Da ist bestimmtes Geld drin. Mit ein schönes Leben. Was soll ich denn Zeitschrift, Alter?